Der Narr im Tarot. Der Narr ist im Tarot eine der großen Arkana. Der Narr ist eine der Trumpfkarten. Der Narr wird dargestellt als ein Jüngling, der auf Wanderschaft geht. Der Narr wird manchmal dargestellt als jemand, der die Hose mit Löchern hat. Es ist zwar ein reichlich gekleideter Jüngling, aber er ist unbeschwert und schaut in den Himmel. Er läuft geradezu auf einen Abgrund zu. Der Narr hat manchmal auch eine kleine weiße Blume und auch einen Stock. Der Narr hat verschiedene Symbole, Hermes, Stab, Krokodil und vieles andere. Der Narr symbolisiert jugendliche Unwissenheit, Unbekümmertheit, den jugendlichen Leichtsinn, das Sorglose ins Leben gehen. Der Narr wird manchmal auch als 22. Karte gesehen und manchmal als die Karte 0. Als 22 symbolisiert er das Aufgehen des spirituellen Aspiranten ins Nichts, in die Unendlichkeit. Manchmal wird auch gesagt, dass das 21 die Unio Mystica ist, die Welt, und dass der Narr symbolisiert, wie ein Weiser nach außen wirkt. Manche würden auch sagen, dass der Narr als Symbol ist das Scheitern auf der Zielgeraden. Manche sagen, dass man, wenn man fortgeschritten ist auf dem spirituellen Weg, dass man sich nicht mehr um die Meinung anderer kümmert. Der Narr entspricht dem Element Luft und dem hebräischen Buchstaben Aleph. Der Narr wird manchmal mit der Karte 22 und mit der Karte 0 in Verbindung gebracht. Als Spielkarte ist manchmal der Narr die höchste Spielkarte, der höchste Trumpf, und manchmal der niedrigste Trumpf.